Seit dem Winter 1916, 1917 war der Alltag von Frauen durch extreme Lebensmittelknappheit geprägt. Gleichzeitig hatte sich im Zuge der Industrialisierung die Anzahl an LohnarbeiterInnen natürlich rasant erhöht. Die Lücke an Arbeitskräften, die an der Front im Ersten Weltkrieg geschickten Männer hinterlassen hatten, mussten nun Frauen füllen. Der Arbeitsmarkt hatte sich aber nicht aus Wertschätzung zur weiblichen Arbeitskraft geöffnet und seine Arme ausgebreitet. Eher wurde die Arbeitskraft der Frauen zur Aufrechterhaltung eines militaristischen, kapitalistischen und kapitalakkumulierenden Systems geöffnet. Eben dieses, was die patriarchalen und unterdrückerischen Verhältnisse untermauerte, das den Frauen und ProletarierInnen schadete. Als ArbeiterInnen in Metallbetrieben und in der Rüstungsindustrie produzierten Frauen die Waffen, die an der Front auch nicht zuletzt ihren Söhnen, Partnern oder Freunden das Leben nahmen.